Hey, willkommen zu einem Video heute, wie man Modelle kann. Schauen wir uns mal Lego Creator Expert, heißt es noch mal nicht, ist noch kein Icons-Modell. Ja, die Buchhandlung an. Oder den Bookshop. Birch Books, wie man das nennen will. Ja, ist die 10270 und ist noch 16 Plus, weil es halt eben noch kein Icons-Set ist. Genau. Ja, zum Set, wir haben 2504 Teile und neuerdings ein UVP von 200 € nicht mehr 160 € wie sie mal war. Bei 160 € hätte ich das gerne gesehen, weil. Also, das Haus ist ein bisschen kleiner. Aber okay, Preis-Leistung ist für Lego mit 200 € immer noch okay. Ja, Karton ist auch noch schön, ist auch noch kein Icon-Set, so ein bisschen Herbstfarben, weil das sind auch hier Herbstblätter. Finde ich ist richtig schön. Das ist eine richtig schöne Box. Die gefällt mir richtig gut. Und dann guckst du dir leider die neuen an, in Schwarz. Bei Modulars, da fehlt mir das Leben. Bei Modulars geht es ja um das bisschen die Figuren erleben. Das ist fehlt halt irgendwie, wenn das Ding schwarz ist. Bisschen schade. Und hier oben haben wir natürlich noch die typische Teilliste. Ob die jetzt wirklich so ein Verlust ist, ist eine andere Frage. Andere Seite sehen wir noch ein paar andere Sachen, also ein paar Details drin. Hier und hier. Und dann so eine kleine Straße, den Diner, den werden wir noch bauen. Freue ich drauf, aber das könnte noch ein bisschen dauern. Books, die Ecke, Corner Garage ist, ne, habe ich nicht mit dabei. Bin ich so, warum? Ich werde es auf jeden Fall nicht nachkaufen, die Preise von Modular Buildings. Ja, Karton, ich finde der ist schön. Einfach Aufschneidekarton, kein Innenkarton. Solider Karton. Genau. Teile sind ein paar übrig geblieben. Aber ich hatte auch zwei Fehlteile. Also, naja. Geht so, ne? Ich habe bei Lego noch nie Fehlteile. Hier zwei drin, ist ein bisschen komisch. Also eine 1x1-Plate habe ich in der Ersatzteil drin. So 1x2-Plate nicht. Bisschen schade. Aber kommen wir zum weiteren positiven Teil. Wir haben zwei Anleitungen hier drin. Das ist ganz praktisch, weil dann kann man einmal den einen Bookstore bauen und der andere das Wohnhaus daneben. Klar, der hat ein bisschen mehr zu tun mit beim Bookstore. Aber an sich cool, weil kann man zu zweit bauen. Jeder baut ein Haus. Finde ich, ist cool. Klar kann man es nicht bei jedem Modular machen, wenn es ein Ding ist, geht es nicht. Aber so ab und zu so ein Modular rausbringen, wo man so zwei bauen können. Und weil es halt nur halbe Häuser sind, ist auch cool. So eine Stadt braucht auch ein bisschen kleinere Häuser. Hat man ja auch bei den großen Modulars meistens noch so ein kleines daneben. Jetzt beim Jazz Club zum Beispiel. Gut, beim Boutique Hotel war es jetzt nicht so, aber auch der Police Station hat es mal zwei kleine Häuser daneben. Ja, genau. Jo. Ich kann euch kurz wie lang die ist zeigen. Einmal hier 155 Steps für den Bookstore. Und dann bei dem Wohnhaus ist man ein bisschen früher fertig. Da sind es 128 Schritte. Jo, Teilliste, falls euch die interessiert, kann ich euch einmal zeigen. Boah, ist jetzt teilmäßig nur ein paar interessante Spannende drin, aber ist nicht zu übertrieben. Natürlich die Farbe hier. Genau. Ja, das kann ich auch an die Seite. Wir haben auch Minifiguren im Set. Ach ja, natürlich mal Teil drin, da war ich gar keine Frage. Aber kommen wir mal kurz zu Figuren. In dem Set haben wir fünf Figuren. Einmal diesen kleinen Jungen hier. Der hat auch einen kleinen Flieger dabei. Ich zeige euch gerade mal, ich habe ihn im Baum hängen. So, der hat noch diesen kleinen Flieger dabei. Ich finde das ganz nett. So ein kleiner Kunstflieger, wo man ein bisschen spielen kann mit. Finde ich eine schöne Sache. Und er hat seinen Schal an. Süßen Druck vorne drauf mit einer Banane auf dem T-Shirt. Finde ich, ist nur so die Minifigur. Hat keine wirklichen Beine, einfach die normalen. Passt. Dann haben wir einmal noch den Opa. Der wohnt, glaube ich, im Haus nebenan, wenn ich gerade nicht falsch liege. Und das ist auch solide. Man kann ihm noch einen Hut geben, denn der hängt in seinem Haus. Ja, ist nur so die Minifigur. Schönes Hemd. Passt, würde ich sagen. Dann haben wir noch einmal sicher. Ich meine, das ist die Besitzerin, so wenn ich das richtig auf den Bildern sehe. Vom Buchner, ne, es ist ein anderes. Ich glaube, das ist die Frau von dem Opa. Ich nenne jetzt Opa, weil der graue Haare hat. Ne? Es muss nicht der Opa vom Kind sein. Ich finde, es hat einen sehr schönen Torso-Print. Mit einer Jacke drüber, über so einem. Ist es auch ein Hemd? Ja, könnte ein Hemd sein. Finde ich, ist ein richtig schöner Print. Die Haare mag ich auch. Passt mit der Brille drauf. Ist eine schön gelungene Figur. Dann haben wir jetzt, meine ich, die Besitzerin vom Buchladen. Auch mit einer Halskette, einem Print, mit einer Jacke drüber, mit einem T-Shirt. Und natürlich fancy Haare. Also die reißen schon was. Und ja, schöne Figur. Und dann haben wir noch als letztes ihn hier. Und ich glaube, er ist ein bisschen verknallt in die Verkäuferin vom Buchladen. Einmal hier sich Moby Brick gekauft mit zwei Prints drin. Also da geht's ab. Richtig schönes Buch. Und er hat nämlich eine Blume dabei für sie. Großer Freund, muss ja nicht nur verknallt sein. Genau. Schön mit Hemd. Hosenträgern und Krawatte. Auch ein schöner Print. Gefällt mir. Die Figuren finde ich gefallen mir alle gut. Aber Figuren, ja, sind bei Modular auch ganz interessant. Aber uns geht es ja ums Haus.
Sind wir ehrlich? Okay, bei Molly Figuren ein bisschen hinstellen, macht Spaß. Aber uns geht's doch ums Haus. Da schieben wir das Haus doch mal ins Bild. Boom, da ist es. Ich würde sagen, wir halbieren das Ding mal und gucken uns die nacheinander an. Gehen wir noch einmal hier weg da. Fangen wir doch mit dem Bookstore an. Und hier ist der Bookstore. Mach einmal kurz einen Rundumblick und dann gucken wir uns die Etagen hintereinander an. Hinten ist ein bisschen sehr kahl, die Seiten auch, aber die Seiten sind mal nicht so viele Fehlfarben. Hier ist ein bisschen braun drin, aber sonst die Seiten sehr entspannt. Rückseite ist ein bisschen was noch Design. Hier dieser süße Balkon, da kommen wir noch zu. Aber ich finde von vorne, das Haus sieht da schon sehr klasse aus. Mir gefällt das sehr gut. Das ist natürlich kein Spaß zu bauen, aber es sieht klasse aus. Es sieht einfach klasse aus. Ja, diese Birke hier. Ich weiß nicht. Hier unten sind schwarze Pins verbaut, das passt ja zu einer Birke. Schwarz, aber hier oben sind blaue drin. Nicht so schön. Die Birke, die ist jetzt nicht so mein Favorit beim Haus, auch allein wie das hier hochgebaut ist. Das ist ein Vogelnester, süß, aber der Bau nach oben, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Natürlich kann man das Haus teilen, gar keine. Und ich kann das hier vorne nochmal ein Detail zeigen. Ich finde, das ist richtig schön geworden mit dem kleinen Buchstand da vorne, Bücherstand da vorne. Das ist richtig schön geworden, finde ich. Aber guck mal rein, ach ja, hinten ist einfach nichts. Ist ein bisschen sehr langweilig. Bei anderen Haus haben sie wenigstens ein bisschen was hingemacht hier. Nichts. Naja, innen drin, wir brauchen mal Licht hier. So, wir haben hier einmal noch die Treppe, die kann man rausnehmen. Das ist ganz cool, dann kann man da drunter gucken. Ja, hier sind Bücher. Aber gerade im Buchladen sind leider sehr wenig Bücher. Allein hier oben sind nur ein paar, man hätte es zweietagig stacken können, die Bücher. Und wenigstens, warum macht man den einen Brick nicht zur Seite mehr Bücher dahin? Aber ansonsten ist es eine schöne Treppe, finde ich. Verstehe nicht ganz, warum man das fließt, aber das nicht. Okay, es ist eine andere Sache. Ja, das ist der Bookstore, einmal von innen. Man sieht schon mal, büchermäßig haben wir dieses Regal und dieses Regal. Das sind Bücher. Achso, natürlich darf ich das nicht unterschlagen. Das sind alle Bücher in den Bücherladen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, das Ding kommt am Ende nochmal zu. Baue ich nochmal um, bevor es in die Stadt kommt. Und da habe ich das eh alles neu überarbeitet. Aber ich finde generell von außen die beiden Häuser sehr schön, aber innen drin fehlen so ein paar Details. Warum auch hier die offenen Noppen auf beiden Seiten? Einfach hier, also hier ist jetzt bautechnisch der Slope drin, aber hier einfach nochmal diese Schießslopes zwei lang draufklatschen, ist sehr einfach besser aus als das. Oh, im Weiß oder halt im Nougaton. Passt, wäre viel schöner, aber der Boden gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben noch eine Kasse, auch mit ein bisschen Kleingeld, was da auf dem Tisch liegt, auf dem Tresen liegt quasi. Die Kasse, leider kein Print hier als Kasse drauf oder hier irgendwie auf dem. Bisschen schade, aber ein paar Bücher, die gekauft werden. Gefällt mir auch mit der Noppe dahinter, dass man eine Verkäufer hinstellen kann. Und ja, diese Treppe, die finde ich ist sehr gelungen. Geht da einmal schön hoch, Wendeltreppe. Gefällt mir. Es gefällt mir sehr gut. Es hätten noch mehr Bücher sein können. Hier, wow, einfach hier eine zweite Etage drauf an Büchern. Ja, es würde nicht ganz aufgehen mit der Kante hier. Ja, dann baut man da halt eine Plate hin anstatt den Slope. Da kann man da zwei, drei Bücher reinklatschen. Werde ich umbauen. Aber ja. Genau. Mein Bookstore braucht Bücher. Also ganz klar, der braucht mehr Bücher. Aber nächste Etage. Achso, ich nehme einmal hier ab. So. Hier kommt man dann hoch an der Seite und geht die nächste Wendeltreppe hoch und da unten drunter fehlt mir einmal eins. Round Plate. Ja, keine Ahnung. Warum der nur zwei Fehlteile? Eins hätte. Vorne. Schön gewungen, aber es schon gelungen, haben wir schon gesehen. Hier oben gibt es gar keine Bücher mehr. Ich glaube, das ist auch mehr schon die Wohnung der Verkäuferin. Mit so einer kleinen Leseecke. Ich finde es schade. So eine Leseecke für einen Buchladen. Ja, verstehe ich. Aber hier oben sind gar keine Bücher. Hier können Bücher stehen, da können Bücher stehen. Macht den Balkon weg. Auch wenn der, finde ich, ganz schön geworden ist. Macht ein bisschen Details wenigstens ins Haus. Ich überlege halt beim Umbau, das nach hinten zu setzen. Damit man hier noch eine Reihe Bücher hinklatschen kann. Weil es ist ein Bookstore. Der braucht Bücher. Bücher braucht der Bookstore. Aber ja, hier oben. An sich, die Sitzecke ist sehr schön. Ein kleines Tischchen daneben mit einer Tasse drauf, dem Stuhl, mehr Sessel, eine Lampe daneben. Gefällt mir sehr gut. Ja, davon ein kleiner Teppich und eine, finde ich, sehr gelungene Kuckucksuhr. Auf jeden Fall eine Uhr, Standuhr. Gefällt mir. Ich finde es so schade, dass hier keine Bücher sind. Wenn hier der Balkon rausgegangen nicht wäre, hätte man allein einfach hier Bücher hinklatschen können. So nicht. Ich finde es schade, es sind einfach wenig Bücher in diesem Laden. Aber die Leseecke macht auch Sinn für mich im Buchladen. Genau, gesagt. Dann haben wir auch die Tasche hier oben. Hier können wir einmal das hier abnehmen, um reinzugucken.
Hier kommt man dann hoch die Treppe, ein kleines Bett und ein kleines, wie heißt es dann? Für Reptilien. Kein Aquarium, ein. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Solarium ist auch kein Solarium. Auf jeden Fall ein kleines. Kleines Käfig. Kleines Käfig, ja, mein. Für ein Chamäleon. Ich finde, das ist auch ein sehr süßes Chamäleon. Kann ich das irgendwie euch gut zeigen? Das ist ein sehr süßes Chamäleon. Angepasst ans Bett. Ja, aber es wird hier oben rausfliegen und hier oben wird einfach ein Lager raus werden. Aber ich finde, das Bett ist ganz süß, genutzt die Fläche hier oben. Genau. Ja, kann man wieder zumachen. Ach ja, hierzu. Das Ding ist, wenn man es baut, noch nicht so mega stabil. Am Ende, wenn man die Platten reinpackt, ist das Ding jetzt ziemlich stabil. Nicht bombenstabil, man sieht, wie es sich hier biegt. Aber es ist schon ziemlich stabil jetzt. Kann man wieder aufmachen. Oh, ja, ich habe gesagt, es ist ziemlich stabil. Man sieht hier, ich habe jetzt auch sehr viel rumgewackelt. Soll ich machen. Aber im Bau ist es ein bisschen wackelig, wenn es einmal fertig ist. Bombenstabil. Ja, und von vorne ist es genial. Was ich ein bisschen schade finde, dass man hier oben nur vorne diesen Zaun hat. Warum geht er nicht einmal rum? Das ist die ganze Weile im Modell. Vorne schön und danach vorbei. Hier oben baut man bis hier schön. Und warum baut man es nicht weiter? Ja, wenn man die Stange wieder einbauen würde, würde das nicht mehr zugehen. Aber dann lasst die Stange weg, aber macht hier irgendwie wenigstens irgendwas hin. So ist es ein bisschen schade. Man hätte ja, es geht auch von dem Raster nicht auf, aber irgendwas da oben hin machen, dass es irgendwie mehr aussieht. Fände ich, hätte ich sehr schön gefunden. Ja. Aber von vorne ist es sehr schön, das Modell. Kommen wir zum zweiten Haus. Wir haben uns das Wohnhaus daneben. Dieses hier. Ich finde es auch sehr gelungen. Kleiner Rundumblick für euch gefällig. Kommt sofort. Drehen wir es einmal. Drehen wir es einmal von vorne wieder. Sehr schön. Seite, ja, hier sind ein paar Fehlfarben drin. Aber passt. Hinten ein bisschen Mühe gegeben. Hier ein kleiner Balkon mit Pflanzen. Dieses Schrägdach reingebaut für ein bisschen Detail. So eine Treppe. Hier kommt eine Tür raus. Ein kleiner Minigarten. Hier ist wenigstens ein bisschen Details reingeflossen. Auf die Rückseite wenigstens ein bisschen. Die Seite wieder minimal Fehlfarben. Und die Front, ich finde, die ist richtig schön geworden. Aber kommen wir natürlich nochmal zu. Nehmen wir nochmal das hier oben ab. Achso, wir müssen ja theoretisch, das Modell ist ein bisschen anders aufgebaut. Können wir das einmal abnehmen? Haben wir einmal diesen kleinen Kriechkeller. Ich finde, der ist sehr schön. Der wird bei mir auch als Kriechkeller bleiben. Aber da das Ding auf jeden Fall von einem Milzplate kommt, wird er um einen in den Boden gehen. Wahrscheinlich ein Brick noch in die Höhe. Dass es ein nutzbarerer Keller ist. Ich nehme mal eine Minifigur gerade, um euch das zu zeigen. Also nichts gegen den Keller. Der ist absolut gut für dieses Modell hier. So wie er sein soll. Ich will ihn nur umbauen. Also der ist sehr schön, dass er so ist. Nur was im Keller ist, ist auch wieder ein bisschen lieblos. Hier die Leiter an der Seite sage ich gar nichts gegen. Hier an sich so eine kleine Werkbank zu bauen mit einer Schere daneben. Gute Idee, aber es ist halt auch einfach nur die Werkbank hingeklatscht, ohne mehr da zu sein. Das ist nur die Werkbank. Mit dem Sack drauf. Warum baut man nicht eine schöne Werkbank? Wie in dem B-Modell von dem Nudelladen. Das halbwegs eine schöne Werkbank und klatscht. Warum ist hier einfach keine Werkbank reingeklatscht worden? Dass man nicht alle Ecken nutzt, okay, in einem Keller. Hier so eine Mausefalle, das ist auch fein. Aber ja, man hätte die Werkbank wenigstens ausbauen können, da wäre ich zufrieden mit diesem Keller. So nicht. Aber ganz süß ist, dass die diese Treppe hier nach außen geht. Die Tür nach außen geht. Und die Leiter ist da. Das finde ich auch gute Ideen. Finde ich gute Ideen. Aber halt ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Was ich euch zeigen wollte, ist die Figur. Ein Brick will schon gehen, da könnte die Figur hier schon stehen. Mal gucken, vielleicht mache ich wirklich nur den einen Brick in die Tiefe. Aber das ist für ein anderes Video gedacht. Ich glaube, ich spiele einfach viel zu viel. Genau. Ja, aber es ist ein solider Keller. Und hier vorne diese Treppe, ich finde die richtig schön. Und die Details hier vorne gefallen mir auch. Also, gefällt mir. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Etage. Gehen wir einmal hier. Ah, ich habe den Schirm verloren. Der wird einmal hier aufgehangen. Hier dahinten, danke. Ja, ich finde hier vorne die Fassade ist auch richtig schön geworden. Ich mag die Fassade. Und sie matcht so schön, wenn man es hier draufstellt. Matcht die so schön. Das ist richtig schön geworden. Aber nehmen wir nochmal ab hier. Ja, hier ist halt nichts. Hinten ist die Tür nur nach draußen. Habe ich einfach die Platte abgerupft. So. Nicht viel besonders. Aber es passt schon. Innen drin. Ich finde, die Treppe ist wieder richtig schön geworden. Es sind noch Weitwinkel, wenn er jetzt hier wupp, wieder reingeht. Und dass wir auch Licht für drin haben. So. Hier kommt die Treppe aus dem Keller hoch.
Ja, der hängt ein Schirm an der Tür, hab's gesehen, ne? Der ist cool aufgehangen mit zwei Mikrofonen, dass er so einfach nur da drin steckt. Cooles Detail. Hier ist auch noch sein Hut. Ja, aber hier kommt die Treppe aus dem Keller hoch. Die geht leider nicht ganz auf, weil da der Hut hängt. Okay, guck mal raus. Hier geht die Treppe hoch, die finde ich auch richtig schön geworden, wie sie hier runter geht. Dann mit dem. Es gefällt mir richtig gut. Was man leider sieht, hier ist nicht gefliest. Das ist das erste Geschoss und es ist nicht gefliest. Normal ist bei Lego erster Geschoss, wenn man das immer gefliest. Du könntest sagen, gut, der Keller könnte das erste Geschoss sein, auch nicht gefliest. Keine Ahnung warum. Jo, dann hier vorne eine kleine Sitzecke in dem Ding. Finde ich sehr schön. Die können wir noch ein bisschen ausbauen, weil wir in der Rückenlehne auch reinsetzen, damit man richtig cool lesen kann. Jo, na, hier ein kleiner Tisch. Hier wird, glaube ich, gerade irgendwie Kaffee getrunken oder Tee. Zeitung gelesen. Finde ich auch solide. Ich finde noch eine Blume da in der Ecke schön. Hätte man irgendwie noch diese Pflanzenteile wie bei der Minifigur oben drauf setzen können. Das hier für ein bisschen Farbe einfach. Aber grün ist auch okay. Dann haben wir noch diesen Schrank hier. Und ich weiß nicht, was dieser Schrank sein soll. Also nicht, was alles in diesem Schrank sein soll. Und man kriegt den auch nicht auf ohne irgendwas. Ich habe den Schirm genommen. Klar, das hier sind Vorräte. Einfach. Aber was ist das? Rechte. Was ist das? Also, es ist einfach so ein Technik-Ding, was man hier reinsteckt. Und dann eine Pin mit Noppenaufnahme und so ein Ding und Eugenklatsch. Was soll das darstellen? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Schreibt es in den Kommentaren, was sein soll. Und wenn noch Kamin. Ich finde, der ist schön geworden. Der gefällt mir. Wir haben auch einen Schornstein, der rausgeht. Oben, der wird nur leider nicht fortgesetzt in der nächsten Etage, aber hier ist er angedeutet und oben geht er genau an der Stelle raus. Ja. Genau. Stellen wir es hier drauf. Hängen den Schirm auch mal wieder rein. Oder auch nicht. Und wir kommen zur nächsten Etage. Die nächste Etage ist wieder zweigeteilt. Damit man die besser gucken kann. Genau, einmal hier so. Weil das Dach ist ein bisschen komisch gebaut, das geht dann nicht. Ja, gucken wir uns die Seite erstmal. Nichts Spannendes natürlich hier. Wir kommen hier auf den Balkon, dem ein paar Blümchen und auch hier dieses Kippfenster. Finde ich schöne Details. Das ist theoretisch ein bisschen komisches Kippfenster, aber es hängt über der Treppe. Okay. Passt schon. Ich kann es euch mal zeigen. Gehen wir da drauf. Kippfenster ist über der Treppe. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, aber man kann das schlecht öffnen. Genau. Und dann einmal der Innenraum hier. Und ich finde, der ist sehr schön geworden. Ah ja, zweites Fehlteil. Mir fehlt dann beim Bau nachher hier diese 1x2 Plate, weil die steckt eigentlich unten drin in der Konstruktion. Die ist jetzt nicht drin, das hält so. Aber sie ist halt nicht dabei gewesen. Das ist bei Lego halt ein bisschen bitter. Also, naja, gut. Ich hatte nie Fehlteil bei Lego. Dann zwei in einem Set. Aber hier oben offen der schönes großes Bett. Gefällt mir sehr schön von den Details. Man sieht hier leider diese Lücke. Hier könnt ihr sie auch ein bisschen erkennen. Naja, ist okay. Hier so ein kleines Schränkchen mit einer Lampe, einer Pflanze und noch ein Bild. Gefällt mir auch. Und ja, das ist schon alles in diesem Haus. Es ist nicht viel. Weil es ist auch einfach kein Platz in diesem Haus. Das Haus hat damit, also vorne noch, schön mit dem Eingang hier, mit der Hausnummer, den Erkern hier oben, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag die Front. Klar macht der Bau von den Dingern nicht viel Spaß. Man sieht auch, dass diesen Schwarz da oben, weiß gibt es hier nicht in dunkelblau. Links gibt es den Schwarz, dann fallen sie nicht so mega auf. Sehr schöne Fassade. Aber ich war dabei, in dem Haus fehlt einiges. Es ist ja nicht viel Platz da drin. Wir haben keine Küche in diesem Haus und kein Bad. Bad kann ich mit abfinden. Das nicht geht, aber es gibt auch keine Küche in diesem Bad, in diesem Haus, weil es einfach zu klein ist. Wenn es hier oben bis hier gehen würde, hätte man eine Küche einbauen können. So nicht. Aber ich finde, Küche braucht ein Haus. Es hat einen Tisch, aber wo ist die Küche? Deswegen, das Haus wird auch einmal komplett umgebaut und erweitert. Ich habe überlegt, eine Etage draufzusetzen oder es zu nach hinten zu verlängern. Ich habe mich für verlängern entschieden. Das wird dann kommen. Aber ja. Genauso bei dem Haus auch hier oben, was ich gar nicht gezeigt habe. Machen wir mal den so. Hier oben drauf. Auch wieder hier vorne was auf dem Dach designt. Hier kommt noch der Kamin, der auch matcht hier unten. Nur hier ist der nicht fortgesetzt. Hier vorne wird es gebaut, hier wird es wenigstens noch runtergesetzt, aber hier ist wieder nichts. Klar, das ist wieder abnehmbar. Einzeln. Aber warum macht man hier nicht irgendein Design? Keine Ahnung, irgendwie bis hier wurden die Häuser designt und dann von die Fassaden und dann weggelassen.
Ich finde es schade. Also, weil schon von Innenraum haben sie sehr viel gespart in beiden Modellen. Und dann auch leider, weil hier oben an den Dächern immer. Ich frage mich, warum die Dächer nicht mögen. Warum die Designer Dächer nicht mochte. Keine Ahnung. Von vorne sieht man es nicht, wenn man so drauf guckt, aber man guckt auch mal so drauf und dann sieht man es hier nicht direkt. Hier sieht man es aber. Oder hier. Da ist nichts. Finde ich schade. Aber ja. Also von vorne sind es richtig schöne Modelle. Vor allem das Haus gefällt mir sehr gut. An sich das auch. Aber das gefällt mir halt richtig schön. Die Farbkombi mag ich mit dem Grau, Dunkelrot, dem Nougaton. Was auch mal beschweren könnte, hier die Teile sind in einer anderen Farbe, weil es die Nougat nicht gab. Junge, klatscht die da Nougat rein, nicht in. Ich weiß nicht, was das für ein Ta Dark Tan ist das. Warum? Aber okay. Ja, glaube ich, habe lange genug gelabert. Ich hoffe, hat gemerkt. Ich mag diese Häuser an sich, aber sie haben leider sehr viel Potenzial verschenkt. Es sind sehr schöne Designs mit leider verschenktem Potenzial. Genau. Ja. Ich würde sagen, ihr schreibt mir eure Meinung zum Kontrakt. Ich habe sie auch gebaut. Was ihr vielleicht schon mal von meiner groben Umbauideen habt, ob ihr versteht, was meine Probleme hier sind, was ich das umbauen möchte. Und ja, ansonsten das Like, das ihr gefallen, aber wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie wir zum Beispiel das Umbauen, das könnte ein bisschen dauern. Hierfür habe ich schon sehr viele Ideen und ein paar Teile schon rausgesucht, muss noch bestellt werden, das kann ein bisschen dauern. Ja, genau, wenn das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Bleibt schön, bleibt gesund.